Liebe Freunde, gleich erfahrt ihr hier etwas über die Moni und den Markus und den Hubert und die Wärmepumpe und die Demo in Erding. Also, wenn es euch interessiert, hier auf den Nachdenkseiten. Bis gleich. Prost, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Der Sommer ist endlich da. Viele Ereignisse. Monika Gruber hat am 10. Juni 2023 eine Demo in Erding aus dem Boden gestampft. 13.000 Menschen auf dem Schwanenplatz in Erding. Das war wie auf einem Konzertfestival. Ne? Warum? Unmut über das geplante 1-2 modifizierte Energiegesetz der Ampel, vorneweg der Grünen, die 14%-Partei, die seit 2021 das Land in Atem hält und sich irgendwie da wenig um Bürgernot schert. Söder war da, Aiwanger und FDP, Kaminkehrermeister und Fachleute, die aus der Praxis die Realitätsferne dieses Heizungsgesetzes und des drohenden Verbots für Holzheizungen, auch Pellets, nicht erklärt haben. Und ich finde, das war nötig und gut. Die AfD war nicht eingeladen, ne? Die stand auch irgendwo rum, durfte aber nicht sprechen. Und ich meine, vielleicht haben sie Angst gehabt wegen der neuesten Umfragewerte. Also darüber kann man in einer Demokratie natürlich streiten. Ich finde, sollte man auch. Weil ich denke, die Bürger sind erwachsen und können Inhalte selber einordnen. Die brauchen keine Medienfuzzis, die, also ich jedenfalls nicht, die mir wie eine Volksschülerin sagen, was ich denken soll. Kein Framing, kein Nudging. Scheiß drauf. Herr Söder wurde kräftig ausgebuht. Vermutlich war das eine ganz neue Erfahrung für ihn und er wird ein bescheidenes Wochenende gehabt haben, emotional, nicht? Vielleicht hat er sogar mit seiner Frau gestritten, nicht? Die sagt dann, Markus, ich hab dir gesagt, du sollst da nicht hingehen. Ja, Karin, du, wieder immer mit dir, du weißt wieder alles besser. Und warum ausgebuht? Weil er vielleicht sein Fanderl halt zu oft nach dem Wind richtet. Und das mögen die Leute nicht, da verlieren sie das Vertrauen. Und darum rutscht es vielleicht nach rechts. Also nicht, weil alle Bürger plötzlich Rechtsextreme sind, wie die Presse dann sofort keift. Laute Rechte waren dort sofort, die Medienhetzer, gell, wieder am Ball. Söder fischt am rechten Rand, Gruber nimmt es in Kauf, dass sie die Rechten bei ihr versammeln. Und mein Lieblingsstrutscherl Tina Angerer vom Spiegel, die hat mich, ich war gar nicht dabei, aber die hat mich wegen meines Glückwunsches an Monika Gruber, weil das ja ihre Leistung war, auf Facebook, nicht, hat sie mich, die mich gleich zum Star der Verschwörungsszene erklärt. Wie billig ist denn das? Ja, also Kontaktschuld und gleich nochmal drauftreten auf alle Meinungsgegner, nicht? Kann ja nie schaden. Aber muss ich sagen, was mich beruhigt, ist, dass die Ex-Kollegen von der Tina Angerer, die war ja früher bei der Abendzeitung München, Boulevard, dass die gesagt haben, ach, die Tina Angerer, die hat ja schon damals nicht bis 3 zählen können. Also, weißt du, solche Damen, die bringen nicht einmal eine Spendenaktion für den Tierschutz zusammen. Und die im ganzen Leben nicht so eine Demo, nicht? Das sind schreibende Nullnummern. Ja, also, es wird fleißig eingeteilt in links und rechts und ausgeteilt und verurteilt, aber inhaltlich nada, nada, nichts. Nicht das grassiert zurzeit, das große Nichts, das Nichts. Es werden nur Noten verteilt, gut, böse, links, rechts. Und zum Heizungsgesetz selber, nichts, nicht kaum. Warum nicht? Ja, weil es kaum fundierte Informationen gibt. Also ich muss sagen, okay, wir haben uns ja monatelang haben wir uns die Seele aus dem Leib gefragt und telefoniert, unsere Ohren waren heiß. Bei der Gemeinde, beim Landratsamt, bei sämtlichen Stellen, Heizungsbau, Elektriker, wir haben alle genervt, die haben schon wieder gesagt, ja, die Fitz schon wieder nicht. Keiner wusste Bescheid. Das war wie ein schlechtes Comedy-Programm. Das hat nur dauernd, die Stellen haben alle gesagt, ja, da muss man mal schauen, nicht, was die Regierung da. Weiß man nicht, warten auf Godot. Also,
Jetzt einmal Tachles reden. Der Einbau einer Wärmepumpe, vor allem mitsamt den meist nötigen Sanierungsmaßnahmen, die durchaus anfallen können, die ja keine Option sind, sondern Pflicht. Das liegt dann, also die Kosten liegen dann unter Umständen im höheren fünfstelligen Bereich. Und das ist finanziell für viele gar nicht umsetzbar und vor allen Dingen in vielen Häusern auch nicht möglich. Aufgrund von Gebäude, Lage und so weiter. Zum Beispiel in unserem Haus. Ja, das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und der Strom, der komme ich gleich nochmal drauf, der ist dann eventuell unbezahlbar oder nicht lieferbar. Können Sie sich aussuchen. Und diese ganzen Unmöglichkeiten rund um diese Heizung werden nicht kommuniziert. Nicht ob 2024 oder 2028. Also deswegen sage ich nicht, vielleicht so, nicht, das da zurück zur Ding, da könnte man so heizen. Was haben wir denn noch? Das ist ja genau das, wollte ich auch da. Na? Hätte ich die Empfehlung, das würden Sie sich hinstellen, das, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht, dann, ja überhaupt mit der ganzen, ja weil die Klima, das hat zwar jetzt gerade nichts damit zu tun, aber schaut er nie, der Sommer, das geht überhaupt nicht. So, und dann haben wir noch, das machen wir nachher, die zeige ich euch nachher. So, also jetzt die Netze, gell, die Netze sind auch gar nicht bereit. Also ich meine, ich bin ja keine Netzologin, ich gebe es zu, aber ich kenne meine Stromrechnung jetzt schon und ich weiß, was im Geldbeutel von meinen Freunden und Nachbarn drin ist, weil ich mit denen rede. Und dieses bescheuerte Gesetz, die lehnen das auch ab, weil sie sich diesen Heizungsumbau, weil sie den gar nicht bezahlen können. Beispiel, ich schlüssel es auf. Ein Beispiel, ein Ehepaar hat jahrzehntelang sein Häusel abbezahlt oder muss es als Familie noch abzahlen. Dann drohendes Gespenst, der Darlehensvertrag läuft aus, die Zinsen steigen und dann sollen sie eine Wärmepumpe einbauen und dafür wieder ein Darlehen aufnehmen, wenn Sanierungsmaßnahmen gemacht werden muss, was in alten Häusern gemacht werden muss, nicht? Noch mehr ein Darlehen, das sie aber womöglich gar nicht mehr bekommen, nicht? Rentner dreimal nicht. Und ich meine, von den inflationären Lebenshaltungskosten einmal ganz zu schweigen. Und in dieser Unsicherheit bleibt der Bürger, also seit Monaten, ich auch nicht, obwohl ich beim Geld jetzt nicht so Angst haben müsste, aber bleibt er gefangen und nichts war planbar. Jetzt immer noch nicht. So, und jetzt einmal zum Geräuschpegel, meine Lieben. Gell? Da habe ich immer so liebe Freunde, die sagen, ja, das ist doch alles kein Problem, was hast du denn da so spannend, das geht doch. Nein, vielleicht gibt es ja hochpreisige, geräuschfreie Nobelpumpen, nicht? Aber, liebe Freunde, die Sorge ist durchaus berechtigt. Und ein Kaminkehrermeister in dritter Generation, der hat uns dann als Erster überhaupt einmal was Konkretes sagen können. Das war der einzige von zwei, die überhaupt irgendwas, endlich was Genaues gewusst haben. Also, für diese Wärmepumpe musst du nicht nur eine Abnahme wegen der Heizungsleistung haben, sondern auch wegen der Geräuschentwicklung. Weil das macht, so eine Wärmepumpe macht meistens. Und in kleinen Siedlungen, wo jeder eine Wärmepumpe hat, da ist es laut. Nicht? Das konnte der Kaminkehrermeister persönlich bestätigen. Also du hast dann ein Brummen und ein Surren und ein Summen. So da kommt Stimmung auf. Das ist wie der Hummelflug. Nicht? Nicht? Und in den Siedlungen, wo schon mehrere Wärmepumpen installiert sind, da ist die Geräuschkulisse hoch. Da gibt's viele Nachbarschaftsstreite und die ersten Klagen, die sind schon am Start. Ja, klar, ich meine, weil, wo stellst du denn deine Wärmepumpe hin? Ja, nicht vor der Küche oder vor Schlafzimmer bei dir selber. Nein, nicht, ne? Sondern du stellst es weit weg. Soweit das Grundstück reicht, also irgendwo hinten, da zum Nachbarn hin. Der fühlt sich gestört, weil die Pumpe vielleicht genau vor seinem Schlafzimmer steht, baut seine Pumpe aber auch zum nächsten Nachbarn hin. Das ist das reinste Perpetuum mobile. Also das ist dann die tollste Nachbarschaftsfreundschaft. Da ist er Zoff vorprogrammiert. Und Freunde der warmen Pumpe, und damit meine ich nicht die vom CSD, Entschuldigung, nicht, sondern ich meine, pass auf, jetzt kommt noch was, ein Besitzer einer Wärmepumpe in einem Neubauhaus, nicht irgendeiner, sondern konkret einer, der sie eingebaut hat, der Kaminkehrermeister war dort persönlich, der verbraucht
real mit seiner Wärmepumpe am Tag 80 kW. Am Tag 80 kW? Fakt, jetzt rechnet ihr das einmal aus, nicht? Das ist nicht das Märchen von der Maus. Nein, rechnet ihr aus, mal 30 im Monat und dann mal 300, mal 12, nicht? Nach billigem Strom schaut es zurzeit eher nicht aus. Und die Leitungen sind ja nicht vorhanden. Wenn du jetzt zum Beispiel die ganzen Wärmepumpen ans Netz gehen lässt, jetzt am Start, dann macht es Bratzel, Bratzel und die vorhandenen Leitungen schmelzen. Wie Eis in der Sonne. Also, Leitungen bedauerlicherweise noch auf jeden Fall nicht ausreichend für die Kapazität. Und laut Auskunft hat der Anbieter auch das Recht, wenn die Spitzen bei dir zu hoch sind, bei der Pumpen, nicht vom Verbrauch, dass er deine Wärmepumpe abschaltet, also vom Netz nimmt. Da bist du nämlich dann 3 Stunden ohne Strom. Das ist wie in Kuba. Da kommt das jeden Tag ein paar Mal vor. Also wenn Kubaner zu uns kommen, ich war ja mal mit einem verheiratet, ne, die fühlen sich wie zu Hause. Und es wird Pflicht, auch einen Energieausweis erstellen zu lassen. Und je nachdem, wie der Energiepass ausfällt, gibt es dann bei Krediten bessere oder schlechtere Konditionen. Das ist schon ein bisschen wie das Punktesystem in China, nicht? Bist du brav, kriegst du Punkt. Und der Clou zum Schluss, das sind ja die möglichen Alternativen für uns alle, das sind Gasheizungen. Aha, aber nur, wenn sie per Fernwärme gespeist werden können, was am Land gar nicht geht, weil es da keine Fernwärme gibt. In unserem Haus zum Beispiel geht das nicht. Gar nicht. Das geht alles gar nicht. Nichts ist gar nicht möglich. Wir haben dann die A-Karte. Yeah! Und Hunderttausende von Hausbesitzern auch, wenn nicht Millionen. Ah ja, stimmt, Entschuldigung, mit Wasserstoff war noch irgendwas in ferner Zukunft. Das ist wahrscheinlich dann, wenn ich meine Harley einmal mit Bier fahren kann. Also, wenn jetzt alte Heizungen kaputt gehen, Havarie, das ist nämlich der Punkt, und eine neue nicht eingebaut werden darf und es auch keine Fernwärme gibt, dann stehen wir vor der Wand am Land und bei Vererbung sowieso. Und ich meine, Sie können Ihr Haus verkaufen, wenn Sie den ganzen Ärger leid sind, kann ich Ihnen aber jetzt schon sagen, wobei den Auflagen für den Käufer betreff Heizung, dann der Preis hinsackt, nicht ins Bodenlose. Und tschüss, viel Vergnügen. Und genau deswegen hat der gute Herr Aiwanger gesagt, ihr in Berlin, ihr habt wohl den Arsch offen. Nicht? Das ging durch die ganze Presse, wurde ihm natürlich sofort als verbale Entgleisung ausgelegt. Gut, ich meine, er hat das sehr erfolgstümlich ausgedrückt, aber Leute, da kann man in Talkshows mit noch so gedrechseltem Deutsch den blechenden Bürgern wie ein Tintenfisch die Sicht vernebeln. In dem Fall muss ich dem Herrn Aiwanger völlig parteiunabhängig bei seiner verbalen Entgleisung zu 100% zustimmen. So. Also die Demos sind ja in, das war schon toll, wir haben 13.000 Menschen, was haben wir denn da noch? Rechtschreibung, okay. Dann haben wir noch, das was habe ich noch mal gemacht, ja das, Schmarrn. So, dann haben wir das, haben wir dann, da. Das, aber das gehört jetzt nicht so wirklich daher. Die haben wir schon gehabt, genau. Also, 13.000 Menschen sind dem Aufruf gefolgt, gegen das Heizungsgesetz zu protestieren. Vielleicht waren das die, die sich ein bisschen informiert haben. Und wenn dann dauernd gefragt wird, warum die Bürger so gegen Ökologie sind, nur weil sie jetzt ein bisschen was zahlen müssen, also dann, da muss ich wirklich nach dem Wissensstand fragen und nach dem Verstand. Aber das fragen wir uns ja jetzt schon seit 2 Jahren. Und das hat auch nichts mit ökologischem Bewusstsein zu tun. Wenn schmutziger Strom für Wärmepumpen aus dreckigen Kohlekraftwerken geliefert wird, oder Strom aus AKWs von anderen Ländern, damit man das Problem weg hat und gut dasteht. Ich meine, das dürfte doch nun dem letzten Fifi in sein sperriges Bewusstsein eingedrungen sein. Herrgott nochmal! Herr, apropos Herr, ich bete jeden Tag, bete ich Herr!
oder Frau oder Herrin, genau, Domina vobiscum, bete ich, lass Hirn vom Himmel regnen. Am Pfingsten kommt doch normalerweise immer der Heilige Geist hinab in die Köpfe und segnet uns. Wo war denn der Herr? Der war, nicht einmal auf den kann man sich nur verlassen. Ich meine, vielleicht sollte man in Deutschland auch einfach mehr Shaolin-Klöster errichten und dort geistige Disziplin und Erleuchtung anstreben. Nicht? Eine Brasilianerin hat laut vor ihrer Kirche gebetet: Lieber Gott, bitte schenke den Politikern Erleuchtung, damit sie bessere Entscheidungen treffen. Also können wir lange warten. Ich habe beim Fernsehschauen und den Talkshows, ich habe immer das Gefühl, ich bin in einem Dauerwahlkampf. Und der Parteienklüngel, das interessiert mich nur am Rande. Ob der Herr Söder ausgebuht wird, warum die Frau Gruber den Herrn Söder einlädt und dass sich da Rechte auch da auch noch dabei waren, das ist doch alles Kokolores. Ob der Herr Bunsengruber oder der Herr Winzenschnidler irgendwo irgendwas sagen, mich interessiert, dass protestiert wird gegen ein dilettantisch konzipiertes, finanziell und existenziell für die Bürger ruinöses Gesetz. Vielleicht hat der Herr Söder ein emotionales Aha-Erlebnis gehabt. Und dann merkt er halt, dass sich Wendehalspolitik nicht auszahlt, weil man sich da die Gunst des Pöbels verscherzt. Und die Bürger, die werden sauer, nicht? Und dann ist Schluss mit lustig. Er wird einfach nicht mehr gewählt. Meine Botschaft an die Politiker ist: Lasst Luft ab, Freunde! Ihr seid so aufgeblasen in eurer verquasten Weltsicht, dass ihr im Wolkenkuckucksheim schwebt. Ihr habt keine Ahnung, wie kurz unsere Sommerpause ist, wie viel wir arbeiten und was wir zu bewältigen haben. Aber irgendwann hat auch der Dümmste den Unterschied begriffen zwischen machterhaltender Politpropaganda mit Amigo-Wirtschaft der Medien und der Realität. Presse, Medien, ihr da, versteht doch wenigstens zwei Punkte. Zwei Punkte, es geht um die Sache und nicht um die Partei. Es geht um den Bürger und nicht um die Partei. Es geht um unser Geld und nicht das von Lobbyisten, Konzernen oder Politikern. Nur darum geht es. Besonders mir geht es darum, weil die einen können sich das gar nicht leisten mit der Heizung, die anderen können sich das nur schwer leisten und die Dritten wollen sich's nicht leisten, weil es ein Krampf ist. Und wenn eine Regierung Beschlüsse fasst, die den Bürgern nicht passen, dann ist sein einziges Mittel, sich zu wehren, zu demonstrieren. So. Und seit 3 Jahren ist der Bürger, also dann rechts, rechtsextrem, Schwurbler, Wirrkopf, Querdenker, auch wenn er gar keiner ist, Corona-Leugner. Und jeglicher Widerstand, und das habe ich in meinem ganzen kabarettistischen Leben noch nie erlebt, jeglicher Widerstand, und sei er noch so berechtigt, wird seit 3 Jahren wegdiskriminiert auf Teufel komm raus. Und naja, anfangs ist der Bürger noch darüber empört. Dann ist er beleidigt und gekränkt. Aber irgendwann ist es ihm wurscht. Es ist ihm wurscht, wie er bezeichnet wird. Weil er sagt, ihr könnt mich mit eurem Scheiß, nicht? Und dann könnt ihr ihn nennen, wie ihr wollt. Er ist resistent geworden. Dann geht er auf die Straße und dann gibt es Zamba Zamba. Revolte, nicht? Und irgendwann brennt die Stadt. Vorsicht.